Hallöchen, liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Test meinerseits. Heute gibt es mal das Game Holy Potatoes, a Weapon Shop. Was das ist und was wir alles erleben werden, das versuchen wir jetzt rauszufinden. Und ich würde sagen, wir schwafeln nicht lange, wir könnten uns auf Discord verbinden, aber wir legen einfach mal los. Humph. Wo ist diese dumme Kartoffel? Ich hatte ihm doch gesagt, wir treffen uns heute früh. Ich muss nur gerade herausfinden, wie man genau das jetzt spielt. Okay, einfach draufdrücken. Nach seinem Antwortbrief zu urteilen, ist er überhaupt nicht wie sein Großvater. Lieber Herr Agent, da komme ich. Wo kann man in diesem Teil der Stadt am besten essen gehen? Welches hohlköpfiges Geschwätz. Nun, andererseits macht das natürlich alles einfacher für... Hey, Herr Agent! Bin ich hier richtig? Ich glaube, das sind wir. Oh, du bist also doch gekommen. Ja, tut mir leid. Ich habe mich verlaufen. Nun denn... Ist ja nicht so, als würde ich hier schon den ganzen Morgen warten. Aufgepasst, hier kommt die Willkommensrede. Räusper. Okay. Hallo. Du bist sicher der Enkel von Patata, dem legendären Kartoffelschmied. Als einziger Enkel des verstorbenen Patata solltest du das Ende deines Großvaters das Erbe meines Großvaters antreten und dessen Schmiede übernehmen. Ich war der vertraute Partner deines Großvaters und wir hatten eine Abmahnung. Sie besagte, dass mir 99,9% dieser Werkstatt gehörte. Sein Anteil von 0,01% geht nun auf dich über. Mann, das ist ja voller Beschiss. Das heißt, wir kriegen ja hier schon mal gar nichts. Ja, dass du eines Tages ein genauso legendärer Kartoffelschmied wirst, wie er es war. Ja, dann frage ich mich aber jetzt ehrlich gesagt persönlich, wie soll das gehen, wenn, naja, wir gerade mal 0,01% haben. Bambarubi. Lass uns also zusammenarbeiten und gemeinsam massig doll. Dollarstärke, das ist jetzt komisch geschrieben, verdienen. Oh, wow! Moment mal, Stärke? Ist das nicht ein Zeug, aus dem wir bestehen? Ja, aber unsere Währung heißt auch so. Du weißt doch, was Stärke ist, oder? Eigentlich nicht. Stärke? Tja, damit kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich auch nicht. Mama gibt mir seit Jahren Taschengeld. Natürlich. Nun, keine Sorge. Ich kenne mich bestens mit Stärke aus. Ich helfe dir bei den komplexen Finanzen und baue unser Geschäft weltweit aus. Gemeinsam werden wir sicher eine Menge Stärke verdienen. Yeah, aber wie? Nun, zunächst einmal musst du mächtige Waffen schmieden. Ich werde dir das Wichtigste beibringen. Alles klar, ich kann es kaum erwarten. Aber zuerst deinen Namen. Gibt es eine kürzere Alternative zu Patatatata, Kartoffel P, Aratapel Papa? Ja, aber selbstverständlich, wir sind die Dragon. Ich glaube, diesmal nenne ich mich Dragon. Nee, machen wir es umgekehrt. Potato? Jetzt glaube ich habe ich. Na, was ist denn jetzt los? Potato? Dragon? Ich glaube, das war's, denke ich, fürs Spiel, würde ich sagen, oder? Ah, und wir machen uns hier den. Dragon's Gun. Okay, GmbH kann ich nicht reinschreiben, dann nehmen wir halt nur Dragon's Gun.
Herzlich willkommen in deiner Werkstatt, Potato Dragon. Hier hast du 500 Stärke für den Einstieg mit freundlicher Unterstützung von Agent 46. Ist das denn nicht fantastisch? Ja, selbstverständlich. Du bist neu in der Stadt, also kennt man noch keine Kartoffelschmiede, aber schon bald wirst du Ruhm verdienen und bekannter werden. Wenn du die Waffen, bla bla bla, okay, ich lese jetzt mal nicht weiter, weil das ist eigentlich keine Geschichte mehr. Auf geht's. Darf ich vorstellen, das ist Laura, dein erster eigener Schmied. Schmiede stellen Waffen für dich her. Klicke auf Laura Craft. Echt jetzt? Um loszulegen. Lara Croft, okay. Lara ist Designerin. Designer fügen Waffen und Werkeingriff. Okay, passt. Schmiede sind in der Lage, deine Waffen die Werte Angriff, Tempo, Präzision und Magie hinzuzufügen. Damit die Werte optimiert hinzugefügt werden, müssen Schmiede um richtigen Arbeitsplatz eingesetzt werden. Dafür. Ach komm! Schwafel nicht zu viel, ich mag nicht zu viel lesen. Ganz ehrlich. Sieh nur, zwei weitere Schmiede sind gekommen, um für dich zu arbeiten. Bulk Bogan ist Handwerker und Ringo Yogischer, der Socken, Metallbearbeiter. Handwerker sind für die Waffenwerte Tempo zuständig, Metallarbeiter für Präzision. Du kannst während der Arbeit auf deine Schmiede klicken, um mehr über sie zu erfahren, oder du wirfst einen Blick auf die Schmiede-Info in der unteren linken Ecke. Und hier ist dein erstes Ziel: Schmiede einen Dolch. Klicke auf Start. Start. Okay. Wenig überraschend bevorzugen Diebe Dolche. Du erfährst mehr über die Ver. Ach komm, schwafel nicht so viel. Ich drücke jetzt einfach auf den Dolch. Auf geht's! Puh! Neben den Waffentypen haben Helden auch Vorlieben bezüglich der Waffenwerte. Da Diebe vor allem schnelle Waffen mögen, solltest du zu Tempo zum Hauptwert deines Dolches machen. Stelle Man soll einfach da sicherstellen, dass das alles passiert. Erstaunlich, wie das da abgeht, ha? So. Möchtest du deine Waffe umbenennen? Nö. Yeah! Wir haben eine Waffe geschmiedet. So, und weil es jetzt mal ruhiger ist, kann ich mal kurz ein bisschen mein Fazit ziehen über das Spiel in den ersten Minuten. Ich finde, es ist eine crazy Idee, dass man eigentlich Kartoffel, also eine Kartoffelgemeinde oder prinzipiell eine Kartoffel ist und ein Waffenschmied mit 0,01% des Geschäftes beteiligt ist und dass man da eigentlich sich aufbauen kann, also so wie Farbenbild etc. Es ist auch eher so designt, also ganz liebevoll, was ich echt super finde. Die Spielprinzip, ja, ist halt ein Aufbauspiel, ist klar. Trotzdem finde ich es kurzweilig. Das heißt, das ist mal ein bisschen was anderes. Es ist, dadurch, dass es wirklich so lieb designt ist, erinnert mich das zum Beispiel an Edgar bricht aus. Ich weiß, es ist ein komischer Vergleich, aber es hat irgendwie schon was von der Zeichnung her. Und wollt ihr, dass ich hier ein Let's Play mache oder sogar einen Stream, wo wir wirklich mal uns ein paar Stunden hinsetzen und hier ein bisschen was aufbauen? Oder soll ich es lieber lassen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr darüber. Zum Lesen, nicht wundern, ich lese jetzt nicht alles vor, denn auf Dauer geht das sehr auf die Nerven. Bin ich ganz ehrlich.
Und der, der lesen möchte, der hat dann eben ein bisschen Zeit, bis ich weiter drücke. Ich lese rein nur die Geschichte, dass man ein bisschen so einen Geschichtenerzähler in mich findet. Ja, und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Oh, wie aufregend, meine erste Waffe! Nun übertreib's mal nicht mit Glitzerbogen, Potato Dragon. Wir sind noch nicht fertig. Da draußen warten massenweise Helden auf neue Waffen. Nun, da du eine Waffe geschmiedet hast, solltest du sie verkaufen, um Stärke zu verdienen. Ich bin so glücklich, dass ich am liebsten singen würde. Nö, lieber nicht, dann haben wir schlechtes Wetter. Und im ewigen Kreise dreht sich unser Schleifstein. Lala? Ruhe, ich bin noch nicht fertig. Wir verkaufen Waffen um Helden, damit sie gegen Monster kämpfen können und sich auf diese Weise XP und höhere Level verdienen. Je mehr ein Held von deinen Waffen profitiert, desto mehr Ruhm verdienst du. Aber woher weiß ich, ob ein Held von meinen Waffen profitiert? Ich kann ihm ja schlecht ins Abenteuer folgen. Oder etwa doch? Och. Blödsinn, du gehst nicht auf Abenteuer, du bist Schmiede. Oh Mann. Die Helden sagen dir, ob deine Waffen im Kampf geholfen hat oder nicht, indem sie dich bewerten. Hast du zum Beispiel einen großartigen Stab hergestellt, dessen aber an einem Dieb verkauft, der ihn überhaupt nicht gebrauchen kann, wird deine Bewertung trotzdem negativ ausfallen. Okay, wir sind ja also bei Uber, wo wir eine Bewertung abgeben müssen. Das klingt kompliziert. Keineswegs. Du musst herausfinden, was ein Held liebt und was nicht. Ist doch nicht so schwer, oder? Nein. Kopf hoch, Potato Dragon. Es ist wirklich nicht so schwierig. Wie wär's, wenn deine Lädchen. Wie wär's, wenn dein Liedchen von einem. Wie wär's, wenn du dein Liedchen von eben weiter singst? Das motiviert dich bestimmt. Muntert dich bestimmt auch. Ah, du findest, ich kann gut singen. Dann singe ich jetzt immer. Lieber nicht. Was? Nein, so meinte ich das nicht. Wafalulus durch die Nacht. Nein. Sehr schön, deine erste Waffe ist fertig. Lass sie uns gleich verkaufen. Klicke auf den Button Weltkarte. Ich suche gerade die Weltkarte. Ah, da. Stärke, ahoi! Verkaufen! Jede Region in verschiedenen Gebieten unterteilt, die deine. Ja, halt die Fresse, ich verkaufe es einfach. Die Musik ist schon irgendwie geil, oder? Und wir sollen dann natürlich an den Dieb verkaufen, weil der braucht die Dietriche. Ne, warte mal, das ist jetzt da. Okay, man soll das da auswählen, okay. Wähle rechts den Dolch und dann den Händlerschmied aus. Ist egal welchen. Ja, okay, und jetzt. Inko soll ich starten gegen. Unten rechts erscheint was. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Links wird angezeigt, dass es nur zwei potenzielle Käufer gibt. Ja.
Wähle rechts dann Dolch und dann den Händlerschmied aus. Bei beiden erledigt erscheint unten rechts der Button Verkaufen starten. Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich irgendwas vergessen? Ah, jetzt geht's, okay. Man muss da wirklich auswählen. Ich habe gedacht, es wird automatisch ausgewählt. Okay, wir haben einen kleinen Chat im Spiel. Wie süß ist denn das denn bitte? WhatsApp. Wir haben jetzt statt... Ihr wisst schon, was ich meine, aber WhatsApp. Wie geil ist das denn bitte? Geile Idee. Naja, mach mal hin. Passiert da irgendwas? Ah, okay, jetzt. Ah, dein Schmied hat Kunden ausfindig gemacht. Schau dir die Bewertungen an. Klick auf Schmiedeinfo. Schmiedeinfo. ...62,84 Stärke. Nehmen wir natürlich ihn. Er zahlt ja schon für Haus aus mehr. Da 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 da. Alter, das Lied ist echt nur Ohrwurm. Geh in der Schmiedeinfo auf den Schmied mit der. Ja, okay. Wir haben Bewertungen bekommen. Yeah, eine C. Immerhin, eine C. Klicke auf einen Arbeitsplatz, um den Schmied zuzuweisen. Bitteschön. Da kommt er also wieder. Wie durch Zauberhand. Da, 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 da. Okay, hat er jetzt genießt oder was war das jetzt? Okay, perfekt. Wir haben also unseren ersten Auftrag abgegeben. Und ich würde sagen, das war's für die Folge heute. Wollt ihr mehr sehen von diesem Let's Play und dass wir eine Waffenschmiede aufbauen, dann können wir das gerne in einem Let's Play oder Stream weiterführen. Schreibt mir dazu eure Meinungen in die Kommentare. Auch wie ihr das Spiel so findet, vom Design her, vom Spielprinzip her oder ob ihr prinzipiell überhaupt solche Spiele spielen wollt. Und ich würde sagen, ich bin raus und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Euer Red Dragon gewünscht euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.